Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Rocket League. Wieder am Start ist Zuckerfreak. Ja, hallo. Und wir spielen jetzt erstmal einmal Ranked und danach gönnen wir uns noch eine Runde Rocket Labs, würde ich sagen. Ja, machen wir das. Wir haben jetzt gerade so einen richtigen Flow, also ich glaube, wir haben jetzt wie viele Spiele gespielt? Sechs, sieben? Drei Aufnahmen, acht. Also sechs Spiele. Sechs Spiele und kein einziges Mal verloren. Ich würde sagen, das muss man ja eigentlich aufrechterhalten. Stimmt, ich habe jetzt ein mickriges Bäumchen auf dem Dach, was ich gedacht habe. Den will ich auch mal eine Chance lachen. Lass mich lachen. Pass auf. Auch mal eine Chance machen? Machen. Alles klar. Scheiße. Bin zu dumm zum Reden, ich habe Vorschläge gedreht. Oh nein. Nö. Heute nicht. Du wolltest doch Rocket Labs machen, dachte ich. Ja, erst Ranked und dann Rocket Labs. Ach, das ist Ranked tatsächlich. Ich dachte gerade, dass ich falsch bin. Ey, wir haben getroffen. Das hab ich gar nicht gemerkt. Ich weiß selber, egal. Bisschen hinten, dann fahre ich vor. Und mache ein Tor. Okay, fast. Oh, es regnet so schön. Und ich höre das ganze Plätschern der Regentropfen. Hier regnet es auch. Ja, ich rede ja vom Spiel. Hier regnet es nicht, hier ist ein wunderschöner Sonnenuntergang, den ich aber nicht richtig sehe, weil ich die Rolle eben unten habe. Ja. Ja, wie schaut aus? Es ist dunkel. Ein bisschen, wie ich sehe. Also ich weiß echt nicht, ob das an meinem Headset liegt. Ich hoffe, das ist in der Aufnahme dann später nicht so. Aber du kommst gerade... Richtig, ja genau! Der rammt mich weg, ich glaub's ja nicht. Bin ich zu leise. So, jetzt passt er. Ja gut, dann müssen wir lauter reden, dann passt. Ich bin so aufgeregt hier. Schau mal, ich hätte noch gehabt, dann rammt mich. Da kam mein Controller voll vibriert und ich habe gerade meinen Controller am Tisch liegen lassen und der hat jetzt gerade vibriert. Boah. So hier. Ist gut zerstört. Ist gut gleich mal zerstört. Der eine andere heißt Looping Le Boss de Panam. Bitte? Einer heißt Looping Le Boss. Wir Panam. Oh, ja, das zerstört mich, der Franzose mit dem Franzosen. Le Franzosen. Vor allem ist er nicht mal ein richtig französischer Name. Den kann ich ja nicht mal übersetzen, weil das ein Fantasiename ist. Nein! Ganz entspannt bleiben, ich hab alles. War das nice! Ich hab alles unter Kontrolle, du kennst mich. Lass ihn! Ja! Aber auch irgendwie. Wenn man sich so denkt, easy ausgespielt. Ja, cool. Nice, nice. Hast du... Oh, draußen war ein Blitz, oh je. Oh shit. Ja, die Map finde ich echt ganz nice. Ist eigentlich die, eine der besten Arenen, finde ich, ja. Ja, ich finde die in ganz dunklen auch cool zu. Gibt's ja auch in der Nacht. Der tiefsten Nacht. Echt? Ja. Weil immer so ein Zug drüber fährt. Alter! Hab ich! Wow. Oh nein. Oh, kacke. Boah, zweifacher. Nein, oh, das wäre fast ein zweifacher Überschlag geworden. Menno. Oh, schade. Hätte jawohl! Mittelfeldpass, verdammt. Jetzt Looping Gönnstein, doppelt. Looping Le Boste, Panama, Panem. Oh nee, ach komm. Panama Mann. Papers. Yo! Wow. Was war das? Ich hätte mich angeschossen, ja, wow. Klasse Typ. Mach du. I have the control über den Nitro. Oh je. Wo bist du jetzt? Digga, was machst du? Was? Du hast gerade diese Darth Vader Sounds gemacht. Ja, gerade so THX Sound, weißt du? Nein, der Riffball darf nicht. THX kennst du ja, ne? Ich hasse das, Alter. Und es kommt.
Im Kino, gehörst du auch zu den Leuten, ja. Gehörst du auch zu den Leuten, die da Angst davor haben? Ich bin der im Vollkino schreit. Dann mal, der dann mal, yo, schade. Oder was schade. Auch so scheiß Dolby Digital, wo auf einmal diese ganzen Kugeln da rumfliegen. Das regt mich auch so richtig auf. Ich habe mir ja eine THX-zertifizierte Anlage gegönnt, da musste ich natürlich gleich mal, also ohne jetzt angeben zu wollen natürlich, und da musste ich natürlich gleich mal diesen THX-Kack da abspielen. Ja, gut. Wenn dann so dieses, wenn dann erst so dieses und dann wird so tief ja. Und dann kommt ich stelle mir gerade vor, wenn das Video jemand schaut, der keine Ahnung davon hat, dann wird die ganze Zeit. Wenn ihr das nicht kennt, gebt einfach mal bei YouTube ein. Nein! Boah, ich dachte schon. Gebt einfach, also ihr sollt nicht bei YouTube NEIN eingeben, sondern ihr sollt dann bei YouTube einfach nach THX-Intro suchen. Und dann kommt ihr zum wunderschönen. Ich würde euch empfehlen, dass ihr eure Headsets. Dass ihr eure Headsets auf Maximum. Nein, tut es natürlich nicht. Also ich würde euch empfehlen, schaut es euch erstmal mit niedrigerer Lautstärke an, sonst kann es sein. Dass ihr ein Knalltrauma für längere Zeit habt. Nein, mach du und ich übernehme da natürlich keine Gewähr, dass das nicht passiert. Ja, Alter! Was ist keine da? Gewähr, dass das nicht passiert. Ja, aber du kannst auch einen Link in die Beschreibung bringen. Das findest du ja sicher auch. Ansonsten könnt ihr euch auch meine Version anhören, die ich jetzt hier gleich bringe. Da ist mir nein! Ich fand sehr original getreu, hat mir gefallen. Ja, vor zukünftigen Kinofilmen. Von deinen Videos machst du das Intro. Genau, vor zukünftigen Videos. Nein! Nein! Jawoll! Nice gemacht! Jawoll! Scheiße! Mann! Das ist eine Siegesserie zerstört! Egal. Juch. Aber knapp. Was? Liga runter? Nein! Alter, ich auch Liga runter. Verarscht. Shit. Würde ich sagen, müssen wir nochmal im Rocket Labs abgehen. Auf jeden Fall. Da können wir dann übelst reinhauen. Boah, ich kriege echt gerade so einen Hals hier. So ein Scheiß. Sah aber schön aus. Das haben wir natürlich nur gemacht, damit es für euch, liebe Zuschauer, auch ein bisschen abwechslungsreich ist, weil es wäre natürlich langweilig, wenn wir hier nur gewinnen würden. Mhm, sowieso. Deswegen habe ich mir gedacht, lass mal einfach ein Eigentor schießen. Ja. Es wird ja auch sonst, wird ja sonst langweilig, ne? Mhm. Also, ja, genau. Verdammt. Deine Maus freut sich aber trotzdem noch. Meine Maus, die freut sich immer. Die hat gerade so richtige Troll-Augen. Ja, gut, und dann wird sie zusammengeschlagen, hat X-Augen oder was? Genau. Nicht alle Spieler sind verbunden. Ich bin verbunden, scheiße. Wahrscheinlich. Hast du wahrscheinlich ein anderer. Alles klar. Ah, jetzt. Beitritt in 3, 2. Uiuiuiui. Ja, Lieblingsarena. Es tut mir, glaube ich, nicht gut, so lange Rocket League zu spielen. Ja, und dann auch so komische Sounds zu, von sich zu geben. So ist es. Vor allem 3 gegen 3 jetzt, das wird spaßig. Ja, auf jeden Fall erstmal schön ein Tor verdienen. Fast. Ich tue mal den Batman hier ein bisschen weg. Hä? Hey, lol, der Batman hat nicht genau auf den Ball gehauen. Ja! Mach ihn rein, einer von denen. Nein. Nö. Och komm, hier geht's nicht rein, please. Danke. Wie auch immer das war. Ich. Hey, da läuft schon. Das ist immer so geil, wenn man so beinahe Tore macht und dann läuft hier auch immer schon die Tormucke ab. Ja. Das ist einfach so lustig. Oh ne. Rocket League, jetzt rein! Ne, da geht leider nicht. Den kannst du rein machen. Oh, kacke.
Mann. Wenn die den so ganz knapp noch erwischen und dann... Sonst hätte man ihn locker reingemacht, aber jetzt... Jo, und ich flieg vorbei, oder? Mann. Wo tust du den Ball hin? Nein, nein! Hey, das ist falsch. Ja, genau. Wow. Kritische Sache. Hier gibt es gar keine Paraden, glaube ich. Sonst hätte ich locker easy eine bekommen. Nein! Ja, doch, hier gibt schon Paraden. Der eine hat mich gerade... Hey, der läuft schon wieder die Tormusik ab. Nein! Nein! Der hat mich gerade beim Tor gehindert. Der Peace Scope, Alter. Der hat mich einfach gehindert, ein Tor zu schießen. Wer spielt eigentlich bei uns mit? Ich such den und finde den und dann gibt's Ärger. Oh shit. Wir sind deine Träume. Ja, gut. Ich bin bei nicht getroffen, aber ist gut. Das war scary. Movie. Oh. Peace Scope. Alles klar, Leute. Da rein! Irgendwie hat der Ball so eine Anziehungskraft, irgendwie das, der geht die ganze Zeit auf unser Tor, habe ich so das Gefühl, wie von denen immer. Ich habe eher das Gefühl irgendwie, dass es schon wieder so ein Chaos ist. Verstanden. Alter, ich werde hier nur durch... Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte jetzt gerade durchgerammt sagen, aber... Ich werde hier nur die ganze Zeit gerammt, oh, meine ich natürlich. Boom, Schakalaka. Schakalaka, boom. Alles explodiert. 3, 2, 1. Boom. Guter Schuss. Ja, vielen Dank, liebe Freunde. War doch schon mal eine gute Sache. Aber es ist voll wenig Tore eigentlich für so Rocket Labs. Da hageln doch eigentlich. Schau, ich habe das Tor geschossen und trotzdem bin ich immer noch der Letzte. Bei unserem Team hier. Boah, das ist voll. Ja, aber das zeigt cool auch, man, Tore zu schießen ist nicht alles im Leben. Doch wichtig, nett zu sein. Weil es dafür auch Punkte gibt. Hä, hey, tut's dir mal weg, den Ball hier? Ich glaub's ja nicht. Erklärungsversuch, Alter. Der übelst. Also ich hab's jetzt voll drauf mit den Volleybällen, das liebe ich. Von der Wand zu abstoßen. Ey, komm! Ich musste jetzt nicht weiter tun. Oh nee. Dass der jetzt reingeht bei dem, das wäre nämlich nicht gut zu weiß. Alter P-Scope, was macht der da? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt. Ach, komm, weg. Schon. Ja, genau, jetzt geht auch weg. Ja, Glanzparade, war 100 Meter vom Tor weg, aber egal. Ach, Mann! Hey, hau die weg. Was? Mann! Oh, Mann. Schade, schade. Da war ich mir schon sicher, dass wir mal gewinnen. Wahrscheinlich haben wir jetzt eine unendliche Niederlagenserie. Wahrscheinlich. Ey, es hat jetzt gerade angefangen. Ausgelöst durch mein Eigentor. Wenigstens Pech. Ja, Spaß. Was? Oh nein! Jules Homo! Was? So heißt der. Als ob er dir so heißt. Steht hier. Ich weiß. Ich wollte keine Sprachnachricht machen, egal. Weg. Ja, genau, dann verspringt der Ball noch schnell. Ich glaub's doch auch, oder? Ja, Künners. Jo, wahrscheinlich! Alter, das ist so erbärmlich, Mann. Mann. Alle fliegen. Das kann man sich echt nicht geben. Nein! Ja, ja, wahrscheinlich! Jo! Ja, ich glaub's ja doch auch! Jo! Ja. Alter, erst hatten wir kein Glück und dann kommt noch Pech dazu, ich ja. Oh ja, genau, ist logisch. Jo! Okay, jetzt reicht's mich schon. Jawohl! Bam! Wow, Amen! Amen!
sah so aus, ob ich so ein Fallrückzieher mache, aber hab ich auch nicht gemacht. Das sah lustig aus. Ja, hast du gut gemacht. Habe ich schon einen guten Schuss geschrieben? Nee, jetzt habe ich's gemacht. Dankeschön. Ja, okay. Alter, der ist ins Tor geflogen, glaube ich. Unser Mitspieler. Können wir nein! Das wird jetzt wieder eine Folge, wo wir... Alter, geh weg. Wo wir zwei... Ja, genau! Wo wir zweimal verloren haben. Ja, gut. Joy, der drängt mich schon, der alte Zipfelklatscher hier, der drängt mich hier die ganze Zeit ab. Das ist doch... Was ist das für ein Scheiß hier? Ja, echt. Hab ich schon wieder so einen dicken Hals. Also dafür können wir eine schöne Überleitung machen. Dass man sagen kann, ja, wenn ihr mal gute Folgen, Folgen sehen wollt, wo wir gewinnen, dann schaut... Dann schaut nicht auf den Kanal von Zockerfreak vorbei, natürlich. Doch! Nein. Der krasseste ever. Nein, schaut da nicht vorbei, da bekommt ihr keine freien Rülpser und überhaupt. Für alle Leute, die sich das auf Kopfhörern anschauen. Nur für euch. Was ist denn das? Das ist ja nicht mehr feierlich hier. Nee, ist natürlich ein Witz. Schaut natürlich auch bei Zockerfreak Boomshakalaka. Schaut natürlich auch bei Zockerfreak vorbei. Mhm. Da seht ihr dann, wie ich schöne Tore schieße. Ja, nicht nur du. Auch. Der andere Mitspieler. Ja, wenn wir Rocket Lab spielen, dann ist noch ein anderer meistens mit dabei, den kenne ich aber nicht persönlich. Die schießen dann auch auf Tore. Ja, der Zickerflick schießt ein Tor. Ja, ist klar, ist klar, ja. Ist klar. Ist klar. Wow, 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 ich bin Hund. Wow, wow. Alter, ich glaub's nicht. Ja, egal. Ich glaube, das haben wir verloren. Deswegen. Nee, da ist noch alles drin. 16 Sekunden, 4 Tore, easy. Locker. Alle 4 Sekunden Tor schießen. Oh, ist jetzt eng. Jetzt brauchen wir 2 Sekunden für ein Tor. Nee, schon. Ja, okay, langsam wird's echt eng. Alter, die fahren hier auch noch die Wände. Oh nein, Tor! Nee, schade. Ja, Spaß. Als ob ich ein Eigentor schießen würde. Sowas tue ich nicht. Oh Mann! Madik. Madik, Madik. Ja gut, trotzdem 1220 Punkte bekommen. Why not? So! Alles klar. Dann war es auch wieder für diese Folge. Danke fürs Zuschauen, danke an Zuckerfreak. Ja, und ansonsten bis zum nächsten Mal bei Die Steckdose.